Hallo und herzlich willkommen zu Techno 3010, der Domcast. Hier aus dem wunderschönen Silodom mit diesem wunderschönen Mann neben mir, Flo von. Guten Tag, Herr Tonio. Ja, guten Tag. Guten Abend. Zu Gast heute, weit angereist aus dem fernen Kaiserslautern, der Mann, also für mich einer der talentiertesten Newcomer-Produzenten, die ich kenne. Ich behaupte, er spielt auch in 5 Jahren im Berghain. Gießzack. Hi. Hallo. Schön, dass du hier bist. Man muss vielleicht von vornherein sagen, das ist kein Sprachfehler, das ist Dialekt, was er da halt so spricht. Ja? Das ist für alle, die sich da irgendwie gestört fühlen. Sagen jetzt dieser Brückner. Ja. Pelzerplatt. Ich bemühe mich. Sehr schön. Genau, ich würde sagen, der Flo erklärt euch kurz die Spielregeln des Ganzen hier. Wir haben hier nämlich eine Fragenfritteuse, die kann ich mal kurz zeigen. Ja, schön, Fragenfritteuse. Flo, möchtest du kurz erklären? Ja, so, ich bin der Imbiss hier. Also in dieser Fragenfritteuse, lieber Gießhack und liebes Publikum, sind ganz viele Fragen, die wir in akribischer Kleinarbeit zusammengesucht haben und die werde ich einfach nacheinander ziehen und die ganz schnell stellen. Mhm. Wir haben das Interview, geht ungefähr 10 Minuten, ja, ich habe wieder eine Stoppuhr. Und am besten sagst du direkt, was dir einfällt zu der Frage. Ja? Man kann es auch mal ein bisschen ausschmücken. Wenn jetzt eine Frage ist, ja, dann nicht nur ja, nein, vielleicht auch warum. Mhm. Aber wir gucken, dass das so schnell wie möglich geht und dass es so wenig nachgedacht ist, wie nur möglich. Hört sich lustig an. Ja, das klingt nach einem Masterplan. Ich würde sagen, Flo, du bist eine gute Glücksfee. Ja. Ziehst du heute die Fragen? Ich drücke auf Start und los. So. Sehr schön. Ich drücke auf Los, auf Weiter. So, ich mache hier mal noch einmal gerade so, damit sehr das auch alles schön durch ist. Sehr, ja? Sehr wichtig. Okay. Lieber Gießhack. Ja. Die erste Frage kommt. Welches Tier wärst du am liebsten? Oh, das ist leicht. Flamingo. Ein Flamingo? Ja, ich wurde schon Spinne Flamingo, ist mein Spirit Animal. Ach, krass. Ja. Geil. Das war ja einfach. Das war einfach. Das hatte ich schon parat, ja. Einfache Frage zum Einstieg, mit Sicherheit, perfekt. Achso, ich mach das ja jetzt so. Okay, so. Nächste Frage, Flamingo Boy. Oh, wie lange ging deine längste Beziehung? Oh, die habe ich aktuell. Die geht bis jetzt 6 Monate, morgen, Jahrestag, Grüße an Alex. Sehr 6 Monate, ja, morgen. Auf die nächsten 6 Monate. Hoffentlich. Ja. Das ist doch schön. So, weiter geht's im lustigen Fragenkarussell. Was ist dir lieber, ein edles Essen in einem 5-Sterne-Hotel oder ein Döner beim Imbiss? Ganz ehrlich, ich glaube schon das edle Essen im 5-Sterne-Hotel. Ja, ja? Ja, obwohl man es gar nicht so denkt, aber gutes Essen mag ich schon auf jeden Fall, ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ein guter Döner im 5-Sterne-Hotel. Ja, das gibt's auch. Also gibt's was auch. Willst du mit so kleinen Portionen, wenn du irgendwie so einen schönen Dürüm hast und dann schön in den Wellnessbereich gehen kannst? Nicht falsch verstehen. Ich stehe auch echt auf Döner, aber gutes Essen. Also egal wie, Hauptsache das Essen ist irgendwie lecker. Ist ja was Tolles, so ein leckeres Essen. Das macht ja, man muss es zu schätzen wissen, dass wir auch zu jeder Zeit irgendwie alles zur Verfügung haben. Das ist schon krass irgendwie, ne? Ja, das ist Premium. Ja. Premium. Okay. Dein Lieblingstrack beim Auflegen? Mein Lieblingstrack of all time? Ja. Ich muss ganz kurz überlegen, ist schwer. Take your time. In der Zeit, in der du überlegst. Das ist eine wichtige Antwort. Ja. Sage ich noch kurz was, und zwar wurde eben vergessen, hier Lady vorzustellen. Lady ist ein kleiner Shih Tzu und schon seit Tag 1 von Techno 3010 unser Podcast-Hund oder unser Domcast-Hund. Lady ist der Boss. Möchtest du was dazu sagen, Lady? Manchmal ist weniger mehr. So. Okay. Also ich habe ein perfektes Tool, was ich glaube ich am öftesten gespielt habe in einem Set, und das ist von Amotic. Das ist glaube ich ein französischer Künstler. E-Card heißt der Track und das ist ein brutales Tool. Das habe ich hier im Silo glaube ich am öftesten gespielt. Kenne ich nicht. Das kenne ich leider auch nicht, aber es ist jetzt, das werden wir irgendwie verlinken. Hört sich an wie ein Radiowecker und weckt halt die ganze Crowd wieder auf. Es ist einfach nur ein piepsender Step auf einen ganz harten, rollenden Techno-Beat. Jetzt spielen wir mal, du wärst ein Synthesizer. Kannst du das Lied irgendwie hier? Ist schwer, aber es geht circa so.
Piep, 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 piep. Ah ja, dann kenne ich es doch. Kennt ihr, ne? Jetzt, wo du sagst, das höre ich jeden Morgen, wenn wir aufstehen. Ja, stimmt. Okay, wenn du auflegst, was ist besser für dich? Also, wenn der nächste DJ kommt, nahtloser Übergang oder Pause für Applaus? Also hättest du gerne irgendwie so ein bisschen Bauchgepinsel oder denkst du, boah, Alter, lass weitermachen? Also ich bin schon ein Fan davon, wenn es einen Cut gibt. Hm. Und ich finde es auch cool, auch wenn ich übergebe oder wenn ich übergeben bekomme, dass man halt noch kurz klatscht oder zumindest, also dass es irgendeine Resonanz gibt. Also ich mache lieber den Break als ein nahtloser Übergang. Also dass jeder, der da auflegt, für seine Leistung noch ein bisschen, genau, ja, ein bisschen Feedback kriegt. Hab auch schon cool gesehen, dass der nächste DJ dann reinspielt, schon seinen Track, dann kurz leise macht und dann geklatscht wird. Ja. Aber ich finde es respektvoll, auch bei einem DJ, wo es halt auch ums Nahtlose geht irgendwie. Aber ja, ich find's cool. Ich freue mich immer, wenn für mich geklatscht wird. Also ja. Ist auch völlig legitim. So ein bisschen Wertschätzung für das, was man getan hat. Also finde ich völlig cool. Ne? Ja. Warum werfst du diese Frage weg, lieber Flo? Ach, ich Stadt oder Land? Stadt oder Land? Ja, Stadt oder Land. Schon Stadt. Echt Stadt? Ja. Warum? Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe dann die Landflucht gemacht und fühle mich in der Stadt sehr wohl. Ja, in meiner Stadt. Wo wohnst du? In Kaiserslautern. Wie lange schon? Jetzt 1,5 Jahre, aber ich komme aus einem direkten Vorort von Kaiserslautern. Also warst du eigentlich schon stadtnah? Genau, immer stadtnah, immer viel in der Stadt unterwegs und zum Glück auch schon länger bei euch in Saarbrücken stadtnah. Ja, wenn du jetzt eine Stadt auswählen müsstest, in der du für immer leben musst und die du nie wieder verlassen darfst? Ja, es liegt dann nahe, dass ich jetzt sowas wie Berlin sagen würde, wegen dem Format und Techno, aber meine Freunde und Familie sind halt in Kaiserslautern. Also wäre es wahrscheinlich Kaiserslautern, doch tatsächlich. Schön, ja. Das finde ich gut. So, die nächste Frage wird sehr viel über dich verraten. Ist auch ein sehr großer Zettel. Ein sehr großer Zettel. Es wird spannend. Auf welcher Internetseite verbringst du die meiste Zeit? Oh, oh, oh. Ich denke, es ist Instagram, wenn das als Internetseite gilt und nicht als App. Ja, kann man ja schon sagen. Ja, also es ist schon 1-2 Stunden Instagram am Tag. Also bist du so ein Influencer? Kein Influencer, aber dort kriege ich so mein Input, was gerade so abgeht, auch bei anderen Leuten. Aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie den Druck hast, dass du am Tag 2-mal irgendwas posten musst? Oder? Nee, das nicht. Ich poste zwar auch gern Sachen, aber ich habe da keinen Druck. Aber ich gucke gern guten Content. Also ja, das stimmt. Und den gibt es auf Instagram mehr als auf Facebook. Da ist man auch noch, finde ich, höflicher zueinander und offener. Das stimmt. Ja. Hast du eine Lieblingspage auf Insta? @Gieszack. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsgetränk beim Auflegen? Oh, ich trinke schon gern so einen Sekt dabei. Ja. Aber wenn es alkoholfrei ist, dann eine Cola. Eigentlich. Aber wir haben jetzt alles da. Okay, ist alles Club da. Und ich komme zu dir und sage, Digga, du legst gerade ziemlich geil auf. Ich will dir was zu trinken bringen. Was wäre das? Ja, dann bring mir das größte Glas voll mit Eis und Sekt, was du im ganzen Laden finden kannst. So. Dann bin ich glücklich. Wir nennen keine Marken oder sonstiges. Nee. Du kriegst einfach das, was da ist. Und damit bist du saufroh. Damit bin ich saufroh, ja. Okay, die Frage habe ich schon mal öfter gestellt, aber die finde ich immer wieder lustig und immer wieder interessant. Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Also wenn du dich auf der Straße treffen würdest und denkst dir, guck mal an, der schnieke junge Mann ist jetzt alt. Forever 21. Forever 21. Sehr schön. Was sagt denn die Uhr, Flo? Die Uhr sagt, wir haben noch 2 Minuten und 45 Sekunden Zeit. Oh, geht das schnell. Das reicht noch für handgestoppte 3 Fragen. Auf jeden Fall. Wovor hast du am meisten Angst? Das ist krass. Das ist ziemlich intim jetzt auch, ne? Ach so, was ich vergessen habe zu sagen, sorry, man hat auch ein Veto, wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, dann kannst du dich einmal im Kreis drehen und hochhüpfen und das ist das Veto und dann mache ich einfach weiter. Möchtest du dein Veto? Ich nehme jetzt hier mal mein Veto, wenn mir was einfällt, würde ich es am Ende noch beantworten, okay? Ja. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Ja, muss ja nicht. Wer ist dein Lieblings-DJ oder Musiker? Muss ja nicht unbedingt jetzt ein DJ sein, aber vielleicht ein Producer oder... Band. Big L, das ist ein Hip-Hop-Künstler aus den 90er, das ist schon einer meiner Lieblingskünstler. Und an DJs, ja, so
die alten, für mich die alten Weisen, so Fiedel und Boris und so, das sind für mich coole Künstler. Und von Saarbrücke natürlich Björn Del Tonio. Also erstmal bin ich begeistert, dass du Big L kennst. Ja, das ist saugut. Big L ist für mich, ich höre auch privat am meisten Hip-Hop, also es ist tatsächlich die Musik, die ich am meisten höre. Und wenn man es jetzt deinem Kleidungsstil kaum nachvollziehen Wu-Tang! Kann, also, finde ich super. Sehr gut. Ja, Big L dann. Bringt dem Mann einen Eimer Sekt. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Über welches Thema könntest du einen 30-minütigen Monolog halten, ohne jede Vorbereitung? Oh. Krasse Frage. Aber ich glaube, da gibt es einiges, aber über Mad Max Fury Road. Kennt ihr den Film? Den Film habe ich, Mad Max Fury Road, den habe ich 60 Mal gesehen. Niemals. Und doch, weil das ist für mich der beste Film, der je gedreht wurde. Und über den Film habe ich schon ganz oft einen unvorbereiteten Monolog in 30 Minuten Länge gehalten. Ob man wollte oder nicht. Ja, geil. Können wir gern mal machen. Jetzt. Statt auflegen, machst du einfach hier eine Mad Max Film-Talk. So. Wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person gefurzt? Yes, mein Sag es nicht Frage. Jetzt. Nee. Ich denke, das war gestern gegenüber meiner Freundin. Ach krass, ihr furzt voneinander. Ich furz. Monate zusammen. Weiß sie das auch? Also wusste sie das? Ja, das kann man schlecht überhören. das kann man ja schlecht überriechen. Ich furz schon. Aber jeder pupst. Ja, das gehört doch dazu. Ich glaube, du bist 20 Mal am Tag irgendwie so. So, 10 Sekunden. Komm, eine Gehen, das war eine perfekte Abschlussfrage. Findest du? Ja, hast du recht. Ja, also die Furzfrage am Ende. Die hat dein Furz sich gestern angehört, noch einmal nachmachen. Perfekt. Sehr gut. Dann und somit sind wir am Ende. Sind wir am Ende, dann würde ich sagen, spazierst du darüber zum DJ-Pult und kredenzt uns noch ein paar nette Tracks. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du da warst. Mega cool. Und uns mit deinem Furz beglückt hast. Silo Dome for life. Made my day, auf jeden Fall. Gut. Victor, aus!
matter. You may now open your eyes.